Hallo Leute und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Wir machen heute was, was ihr euch gewünscht habt. Wir spielen Yakuza Like a Dragon auf der Xbox Series X. Ja, man sieht, es ist ein Game Pass Spiel und ich spiele es nicht ganz so oft, deshalb, also mit der Series X. Deshalb kriege ich auch direkt hier irgendwelche Trophäen. Schade, Audiosprache nicht auf Deutsch wählbar. Aber da habe ich auch ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ist ja meistens so. Schade eigentlich. Ich finde es immer schade, weil ich denke, so eine Audioübersetzung kann doch eigentlich nicht so teuer sein. Ich habe ja mittlerweile bei TikTok genug Synchronsprecher drin. Also die sind ja jetzt nicht so, dass sie sagen würden, boah, ich habe da die Rolle von, was weiß ich, Bruce Willis gesprochen und damit 150.000 Euro am Tag verdient oder so. Nee, also ihr seht auch, ich habe das Spiel bis jetzt noch nicht gespielt, ja. Also ich habe die Option neues Spiel Plus. Spielautomaten versus Minispiel, das hört sich schon mal ganz geil an, habe ich schon echt Bock drauf. Jo, weiterspielen kann ich natürlich nicht, weil ich habe ja noch nicht gespielt. So, kurz zur Yakuza-Serie. Ich habe die Yakuza-Spiele immer schon mal gespielt zwischendurch, aber jetzt nie so, dass ich gesagt hätte, oh ja, jetzt, ich wäre ein großer Fan, ich müsste das jetzt extrem intensiv durchspielen. Aber ich habe sie immer gemocht. Vor allem die ganzen Sachen, die man so nebenbei machen kann, finde ich eigentlich ziemlich genial. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich jetzt nicht so derjenige bin, der extrem hier so RPG-Charakterbuilds macht oder so. Ich glaube, das war in der letzten Zeit bei der Yakuza-Serie doch teilweise notwendig, dass man da ein bisschen drauf geachtet hat. Das sind dann schon so Sachen, wo ich dann immer, ja gut, klar, das ist natürlich ein fiktives Werk. Ganz logisch. Ich glaube, dafür ist die Yakuza-Serie auch ein bisschen zu verrückt. Long have I waited for this day. I know you can't have forgotten my face. Do not pretend otherwise. Iamon was the name of the courtier you murdered in Suriga. That man was my father. You don't mean you're that girl from before. I'm not that girl anymore. I am a vagrant on a quest for vengeance. Do you know how many times I've awoken in the night, having dreamt of drawing this dagger? Today, finally, my blade will have its due! Quiet! Men, have your way with her! You actually believe I would ever let myself be cut down by a mere woman? I will teach you your place, for I am none other than the fearsome Genji the Slasher, the legendary terror of Edo! The Slasher is none other than I. Did you see that? Father. Bravo! 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 Bravissimo! Magnificent! Wonderful! Thank you.
Masumi! Did you finish cutting that confetti? No. Not yet. Then what are you sitting around for? We leave for Osaka in the morning. Look at you. You got the audience to its feet and suddenly you think you're a star? This kind of money is nothing, so don't let it go to your head. You ungrateful little brat. Don't you look at me like that. I can't believe this is how you treat your mother. Oh, I ought to make the next cut even deeper. And this time, not even your makeup will hide it. Yoko! Stop it! Don't you dare try to order me around, Toshio. Who do you think keeps this whole damn show running? Tora-chan! Shall we go to Motomachi tonight? Are you sure? Who cares about all this? Are you okay, Masumi? Don't worry about the confetti. Let me give you a hand. I should have time to finish it in the truck tomorrow. I may never be an award-winning actor, but I've always been a masterful confetti cutter. Every actor needs a backup plan. What do you say we hit the town tonight? See the sights of Yokohama. Just the two of us. Come on. Okay. Wow, das wirkt ja wie eine Familie, in die man unbedingt hineingeboren werden möchte. So, Masumi, did you say goodbye to all your friends in Yokohama? I don't have any friends. What's the point if you switch schools every month? Come on, don't be like that. You know, when I was your age, my parents wouldn't even let me go to school. Hey, why don't we treat ourselves today? I know. How about Peking duck? The king of Chinese food. Okay, diese Enten sehen aber nicht wirklich gesund aus. And the skin comes out so crispy and delicious, you'll love it. If it's the king of Chinese food, it must be expensive. Don't you worry about that. Indulging ourselves for one night won't break the bank. Naja, abwarten, was diese renitente Mutter dazu sagen wird. Ich glaube, das wird dem Rest der Familie nicht ganz so gefallen, was hier abgeht. Vor allem ist das schon seltsam, weil der Vater nichts ist. Ja, doch, er hat was da stehen. Remember, these appetizers are just the bit players. The main course has yet to take the stage. Yeah, I know. I'm going to the bathroom before the star gets here. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist keine Peking-Ente drin, sondern der Kopf der Frau oder so. Ja. Yeah. Nein, nur eine Pistole. Okay. Okay.
Dad? Dad? Ja, ich sag ja, keine Familie, in die ich hineingeboren werden wollen würde. Day of the 20th century. Masumi Arakawa. Patriarch der Arakawa-Familie. What I want for lunch. Hey, Ichi. I sent Ichi out to do collections. Yo, Sawashiro. On New Year's Eve? If there's money on the streets and there's work to be done. Yakuza don't get holidays in Kamurocho. Life's a bitch, then you die. Stop, Mushio, you piece of shit! Okay. Get caught? Get fucked, you cum stain! Take a fucking hint! Der Rausch der Jagd. Führe die eingeblendeten Steuerungseingaben aus, um dein Ziel durch die Stadt zu verfolgen und damit Hindernisse zu umgehen. Die Distanzanzeige stellt dar, wie weit die Zielperson sich von dir entfernen muss, um zu entkommen. Also geht's jetzt endlich mal los. Okay, ich kann so gar nichts doch. Ich kann ein bisschen links, rechts steuern. Ah, hab's verstanden. Mit dem Left Stick. Jetzt wird's natürlich schon wieder schwierig, weil ich auf der Xbox spiele. Weil ich die Tasten nicht verwechsle. Shook him off. Okay, das hat wehgetan. Wegen ein paar Videokassetten. I know you're not an idiot. Why did you think you'd get away with hawking this? There's nothing illegal about selling animal fuck videos. Believe me, it's educational. Oh, I believe you. The problem is you were calling it uncensored porn and selling it to dumb, horny kids. Come on, Ichiban, do me a solid. Remember all the good times we had in middle school? And let's be real. It's not like this is hurting the Yakuza's bottom line. Actually, it is. Big time. Kids these days are entitled, man. They'll come bitching to the Arakawa family about porn scammers on our turf. We can't have that kind of shit stating our good name. So come on. Cough up the cash you squeeze out of him. Oh, der sieht büß aus. Kampftutorial willkommen. Did you forget who you're dealing with? Of course not. Just some Yakuza street trash who's gotta learn when to quit. Birotake Hushiro. Im Kampf wählst du über das Befehlsmenü in der unteren linken Bildschirmecke aus, welche Aktion du unternimmst. Wähle Angriff, um mit der verfügbaren Waffe anzugreifen. Versuche jetzt Angriff zu wählen. Oh, ein rundenbasiertes System, okay.
Ich erinnere mich, beim letzten Yakuza, das ich gespielt habe, war es nicht rundenbasiert. Wenn du schnell Angriff wählst, bevor ein zu Boden geworfener Gegner wieder aufsteht, verwandelt sich der normale Angriff deines Charakters in einen viel stärkeren Angriff, den sogenannten Gelegenheitsschlag. Gelegenheitsschläge können viel höheren Schaden verursachen als normale Angriffe. Also nutze jede Gelegenheit, die du bekommst. Gegenstände einsetzen. Die rote Leiste unten rechts auf dem Bildschirm zeigt deine Gesundheit oder TP. Trefferpunkte. Wenn Kasuga das TP auf 0 fallen, hast du den Kampf verloren. Du kannst deine Gesundheit durch Gegenstände wieder auffüllen. Warum nicht diese Gelegenheit nutzen, um ein Onigiri zu verputzen? Jeder Geschmack ist in Ordnung. Mehr Gegenstände. Nehmen wir einen Lachs-Onigiri, davon haben wir 3 statt 2. Wenn du Verteidigen auswählst, verteidigen sich Kasuga oder seine Truppenmitglieder bis zur nächsten Runde. Dies verringert den erlittenen Schaden und schützt vor Bluten und Betäuben. Weißt du, dass dein Gegner einen mächtigen Angriff plant, nimm lieber die Deckung hoch. Na, hab ich doch. Damit ist das Tutorial auch schon vorbei. Jetzt wird es Zeit, Ushio eine Lektion zu erteilen. Ach, eine Sache noch. Wenn sich ein Fahrrad oder ein Straßenschild oder etwas Ähnliches in der Nähe befindet, dann verwandelt sich ein normaler Angriff in einen Waffenangriff. Du packst den Gegenstand dann oder trittst ihn manchmal auch, um dem Gegner richtig weh zu tun. Ushio wurde besiegt. Ergebnis: 500 Yen, 24 Erfahrung und 22 Joberfahrung. Stufenaufstieg, Jobrang erhöht. Okay. Das sieht schon mal ganz cool aus. Finde ich gut gemacht hier. Macht keinen Eindruck irgendwie. Na klatscht, da liegt er. Der alte Scammer. Nichiban Kasuga, Mitglied der Arakawa-Familie, Ableger des Dojo-Clans. You okay? Mitsu Yasumura, Mitglied der Arakawa-Familie. Oh, hell yeah. Check this out, man. Whoa, Payday! That guy was pretty fucking loaded. Yeah, he was always coming up with crazy business schemes back in the day. Well, some of them must have worked. The cash you got there might hit our quota today all by itself. What are you talking about? We're gonna give this all back to those kids. After all the work we did to get it, man? Yeah, dude. Hold up. You want me to track down every single kid this guy shafted? For real? Yes, for real. What part of this is hard to understand? Yeah. Nothing. Der Ruf ist alles. Und wer sollte Respekt vor einer Yakuza-Familie haben, die Betrüger in ihrem Gebiet zulässt? Fucker got me with his brass knuckles. Yeah, you've got a good size lump there, dude. No, you idiot. I mean my hair. I just got it done. And it was looking real fresh, too. I can't believe this shit, stupid Ushio. Let me see if I can fix it. You just gotta, you know. Don't touch it. Frisur. Ja, nee, ist klar, Leute. Ja, nee, ist klar. Hm? Was ein Quatsch. I choked. Bunch of hits to the face. You're always getting pummeled there. I think you like it. You calling me a masochist? Hell yeah. You always let him get some punches in, even when you could wipe the floor with him. I know how you fight hard when you wanna. Yes, I do let him do that. Pretty masochist, if you ask me. Unless you're training to become a pro wrestler or something. Okay, fine. I guess I can see how it comes across that way. That ain't it. I'm just doing, you know, what a hero would do. Oh, Quatsch. Junge, du bist ein Gangster und kein Held. Hero? Sure. I pretend I'm a hero when I fight. So what? When it's time to throw down, my brain just starts thinking in Dragon Quest terms. Dragon Quest? Again with the Dragon Quest? What's so great about it? Everything.
It's an epic and dangerous journey, and that's exactly how I see it. Hey, Dragon Quest is super. Nichts gegen Dragon Quest, Jungs. You know you're a freaking Yakuza, right? If even one guy gets a lucky hit and it's all over for you. You realize that, dude? How many times has Captain Sawashiro told you that? I kill a guy over something as stupid as collections? That's when it's all over. Aber es hat schon Sinn. This life with Arakawa-san, the captain, and even your dumbass. I'm not gonna do anything to ruin that. Truth is, I never want to be at rock bottom again. Again? So rock bottom was when you were cooped up in that Soapland office playing non-stop Dragon Quest? Wouldn't be the man I am today without it. A cool guy. Full of the bravery those games showed me. And what they didn't, Arakawa-san did. That's where you get all this hero crap, huh? Maybe I should give this gamer shit a chance. Do it, man. Ja, solltest du, Mann. Solltest first, du. Let's give that money back to the kids who got scammed. Oh, right. Aber es hat schon Sinn, immer den Gegner so ein paar Trefferchen landen zu lassen. Well, time to give those kids some refunds. Thanks. Hit me up at the SIG shop when you're done. Sure. Der Sinn dahinter ist ganz einfach, dass ich nicht unbesiegbar zu wirken, sondern einfach nur extrem stark. Old man Takeo, how the heck are you? Good, good. Hey, did you know Mama Michio is looking for you? She wanted you to swing by. What'd she need with me? No clue. I'm just the messenger. Ja, wir werden es rausfinden. What's she gotten herself into now? Aber um das mal auszuführen, wenn ihr jedes Mal mit, in Anführungszeichen, dem Typen den Boden aufwischt, ja, dann ist der Erste, der einen Treffer bei euch landet, der glaubt, der wäre Gott. Und wenn ihr sie immer erst ein, zwei Treffer landen lasst, ja, dann ist das normal, dass man auch mal trifft. Schöne Raytracing-Effekte hier, oder Spiegelungseffekte. Das jetzt schon als Raytracing zu betrachten, das, ja doch, sieht so ein bisschen danach aus, ne? Auf jeden Fall schöne Spiegelungseffekte im Wasser hier. Sieht ganz nice aus. Sehe ich mich denn auch im Wasser? Das müsste ja dann... Na, wird schon etwas schlechter. Die Spiegelung. Aber ganz ehrlich, Yakuza ist kein Spiel, das man jemals gespielt hat, weil es so eine unheimlich geile Grafik hat. Ne? Wo ist denn der Rennenknopf? Das ist der FPV-Knopf. Ah, da kann ich laufen. Das sieht immer noch ein bisschen albern aus, das Laufen. Aber das soll nichts machen. Ui. Und hier rum. Und da rum. Da war irgendwas. Ach nee, das ist hier hinten der Questmarker. Okay, habe verstanden. Retrobar Syntax Error. Hey there, Ichi. You kept me waiting. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Will ya? It's New Year's Eve. Wait, please don't tell me you were just looking for a drinking buddy. What? You were the only guy I knew who wouldn't have anywhere else to be on New Year's. You serious? I'm out here busting my ass making collections. Oh, well, look at you. Big and important. At least I'm not drunk. Hey, I've been drinking since before you were a twinkle in your dad's eye. And look at me now. Still gorgeous. Nope, würde ich nicht sagen. Ungefähr so attraktiv und anziehend wie ein Haufen. Eieieiei. Dreck. Keep telling yourself that. Ja, ja. Na, wir sind ja ein hilfreicher kleiner Assi. Your liver probably ain't so gorgeous. But keep it up, and your only drink's gonna be when they wash your grave. I'm sorry, honey. I do appreciate it.
Hasugawas Persönlichkeit. Hasugawas Persönlichkeit kann sich durch sein Verhalten verbessern. Persönlichkeit bezieht sich dabei auf eine Reihe von Eigenschaften, die Hasuga als Person widerspiegeln. Wenn du diese Eigenschaften verbesserst, erhält er eine ganze Reihe von Vorteilen und Boni. Er kann zum Beispiel mehr Einrichtungen nutzen oder gewinnt die Fähigkeit hinzu, mit bestimmten Leuten zu sprechen. Hasugawas Persönlichkeit besteht aus den folgenden 6 Eigenschaften: Leidenschaft, Selbstvertrauen, Charisma, Güte, Intelligenz und Stil. Versuche dich an den unterschiedlichen Aufgaben und mache Hasuga zu einem möglichst guten Mann. Na, das wollen wir doch wohl hoffen, ne? Ja, jetzt sind natürlich die Tooltips in den Ladebildschirmen etwas, naja. Warum hat er die Augen zu? Der hat die Augen nicht zu. Her and this town are just going to hell. Heck, there's some trouble at Shangri-La right now. Huh? What happened? I don't know the details, but you know how soaplands are. Yeah, maybe a customer got uppity with one of the girls. You ought to go check. Damn it. Ja, da werden wir wohl nachgucken müssen. Aber ich sage erstmal danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich denke, das schauen wir in der nächsten Folge nach. Nicht wahr, Freunde? Ich mache hier mal auf Pause, richte den Anzug, gucke böse aus der Wäsche und sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge Yakuza 7 Like a Dragon wieder. Und dann werden wir ins Shangri-La gehen und gucken, was da so los ist. Jep, in der Mitte blende ich euch jetzt das Kanallogo ein. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Macht das mal, dann wisst ihr auch, wann die nächste Folge kommt. Links und rechts seht ihr andere Videos mit anderen Inhalten. Schaut mal rein, gibt's bestimmt was Tolles für euch. Für heute bin ich raus, euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.